Da hatten wir einen kleinen Crash to Desktop. Ist aber nicht weiter schlimm. Ihr habt nichts verpasst, außer dass ich an der falschen Stelle abgesetzt worden bin. Probieren wir es doch nochmal mit dem Lademanöver hier an dieser Stelle. Passiert äußerst selten übrigens, also muss ich schon sagen, wenn auch nur lustigerweise immer eine Aufnahme, beziehungsweise bei dem Starten der Aufnahme. Sonst läuft das Spiel wirklich gut. Ich muss auch sagen, ich fand es recht bugfrei, also ich habe da nicht wirklich viele Probleme bisher gehabt. Was? Nein, du hast es schon fast. Was? Alles klar. Wer ist denn da? Jetzt, da Sie die Crew der Pritvan kennen, sind Sie bereit für Ihre nächste Mission, Bruder? Ja, aber sowas von. Ja, Ältester. Gut, dann legen wir mal los, ja? Schauen Sie mal dort drüben. Das ist Fort Strong. Dort wimmelt es nur so vor Supermutanten. Diese widernatürlichen Kreaturen so nahe bei mir zu haben, dass man sie riechen kann, ist einfach unerträglich. Außerdem setzen sie auf einem großen Vorrat an Fatman-Munition, die wir für unseren Feldzug brauchen können. Ich möchte, dass Sie da hingehen, alles ausschalten, was sich bewegt, und den Munitionsvorrat für uns holen. Verstanden? Was macht diese Munition? Der Fatman ist ein wichtiger Bestandteil der Ausrüstung der Bruderschaft. Es handelt sich um einen kleinen, tragbaren Atomsprengkopf. Ein Trupp, der mit einem dieser Dinger ausgestattet ist, ist praktisch unaufhaltsam. Sollten Sie jedes Vergnügen haben, einen Fatman abzufeuern, dann beherzigen Sie diesen Rat. Schießen Sie damit nicht auf kurze Distanz. Sonst bleibt nicht genug von Ihnen übrig, um damit einen Schuhkarton zu füllen. Reicht das als Begründung? Hätte ich das vor kurzer Zeit noch gewusst, dann hätte ich mir mal zwei Arme eingespart. Ist so gut wie erledigt. Ich weiß, dass Sie mit dem Kampf gegen das Institut beginnen wollen. Aber das wird noch etwas warten müssen. Die Bruderschaft kann nicht zulassen, dass diese Monster über ein atomares Arsenal verfügen. Es wird mir eine Freude sein, diesen Mutantenabschaum zu beseitigen. Wir haben ein Vertibird für Sie. Bewaffnet und bereit zum Abflug. Nutzen Sie ihn, um unsere Botschaft nach Fort Strong zu tragen. Und diese dreckigen Mutanten dort auszulöschen. Wegtreten. So, steig in den Vertibird. Aber ich wollte doch noch eine Powerrüstung. Ich habe keine Powerrüstung bekommen. Scheinbar alles. Naja, dann muss es halt diesmal ohne Powerrüstung gehen. Finde ich zwar uncool, aber egal. Vielleicht mit Unterstützung vom Vertibird geht's dann auch. Da werde ich bestimmt dementsprechend jetzt. Willkommen an Bord, Ritter. Alle Anzeigen stehen auf grün. Wir sind bereit zum Start. Abballern können. Aha. Wieder, was wurde denn da geschossen? Auf wen schießt? Wer schießt denn da überhaupt? Nee, auf die schieße ich nicht. Das sind ja meine. Das wäre natürlich ganz schön uncool, die wegzunieten. Wo ist denn diese Festung? Kommt die da hinten, gell? Ich glaube. Wo ist der? Da kommt sie. So, jetzt müssen nur noch Gegner aufploppen. Ich wäre soweit. Ziel ausgemacht. Ich versuche es im Blickfeld zu halten. Ja, der war gut. Der war wichtig. Ziel ausgeschaltet. Seht nur, wie das Ding blutet. Ich werde eine Stelle suchen, um das Ding abzusetzen. Und dann zur Reparatur ab zurück zu Pritvan. So, ich habe die ersten ausschalten können. Auch den Behemoth, glaube ich, war der absolut wichtigste. Der wäre, glaube ich, sonst sehr, sehr ärgerlich geworden, hätte ich den nicht erwischt. Ich glaube, wir sind nicht allein. Oh. Mach mal Lieutenant Dance. So, Nummer 1 weg. Komm schon, triff ihn. Nochmal. Yep.
Auch du weg. So. Schick sie zurück in die Hölle. Oh oh. Achte nicht auf mich, das ist gut. Dann kann ich hier nämlich ganz entspannt reinhalten. Ich sehe keinen. Achso. Hat er schon gemacht. Ja, lief gut. Haben wir schön gemacht. Ausgezeichnet. Schnellere Bewegung beim Zielen. Schaden. Ich nehme es mal mit. Achso, da ist hier ein bisschen ein kleines radioaktives Problemchen. Und erstmal natürlich wieder, ihr kennt das Spiel ja, gelootet werden muss einiges. Sonst habe ich ein Problemchen. Ich könnte auch mal wieder ein bisschen mehr mit dem Junkjet, hieß es auch, soll ich doch mal schießen. Hier herrscht eine ziemliche Unordnung. Ich frage mich seit wann. Was habe ich da gerade gelootet, die Präzisions, was? Waffen? Also Kellogg's Pistole muss ich auch mal ausprobieren. So, die rechtmäßige Herrschaft hat Schaden 27. Oh, das habe ich gerade aufgenommen. Die schaut nicht schlecht aus und die hat auch hier die schöne Munitionsart, die tausche ich mal für die Impro. Wo ist denn die? Für die da. Die probieren wir einfach mal aus. Und auch 27 Schaden, die Reichweite. Also Flinks Gewehr ist jetzt nicht so wirklich viel besser als meine rechtmäßige Herrschaft. So 92. Ne, da ist schon meine besser. Ich glaube, da kann ich mit meiner... Was ist denn das Ding? Die da. Probieren wir einfach mal gleich aus. Oh ja. Patrone. Scharfschützen, mächtig. Ja. Ich gebe das schon gleich. Lieutenant Dan. Aber erstmal gucke ich mir mal an, ob ich da nicht was direkt davon brauche. Oh, ein Scharfschützengewehr. Ja, das ist doch schön. Doppelläufige. Also das Scharfschützengewehr, das freut mich. Und dann hier. Laufgeschwindigkeit. Okay, aber Scharfschützengewehr ist cool. Dan, bleib da. Hey, warte auf dein... So. Du bekommst wieder was von mir. Und zwar... Was kriegst du denn überhaupt? Kellogg's Outfit. Ja. Das ist ja lustig. Nee. Was kriegst du trotzdem nicht? Das Lasergewehr... Das brauche ich jetzt definitiv nicht. Oh ja, die Eier sind schwer. Kann ich definitiv ihm geben. Das Fleisch ist auch schwer. Ich brauche jetzt kein Fleisch. Ah, ich habe 9 Raketen. Das ist so toll. Das wiegt eh nix. Dann kann ich ihm das geben, das trage ich ja eh nicht.
Nee, die... Ich trage eh die mächtige. Die deutlich mehr Schaden macht, wie man sieht. Und die Feuerrate, die ist mir nicht so wichtig. Die Metallrüstung, die robusten, die würden natürlich mehr abhalten. Dann würde ich schon daher was haben. Ja, ich glaube, ich bin jetzt erstmal ganz gut. Aber den Junk-Chat würde ich gerne noch auf eine Waffe, auf eine Taste legen. Ja, mit dem sollte ich auch mal mich ein bisschen anfreunden. Ja, so. Ich bin gut ausgerüstet. Und fühle mich wohl. Fort Strong. Was ist denn da oben? Gibt es hier irgendwas Tolles? Was war denn da? Ne. Eine Tattoo-Blüte. Kann ich, die könnte, wenn ich die abfeuern könnte, wär super lustig. Aber ne. Deswegen gehen wir dann einfach jetzt mal rein. Und schauen, was da so los ist. Im Fort Strong in der Waffenkammer. Waffenkammer gefällt mir schon mal direkt sehr gut. Pass auf, wo du hintrittst. Hier liegen viele Trümmer. So langweilig. Naja, die kommen eh gleich rum. Aber hier... Hier kein grünes Zeug. Hier schaut's wirklich eklig aus. Kriegen Hunger. Ich was hören. Na, Tür Einsteiger, das krieg ich hin. Cool. Was das? Machen wir es auf. So. Gut weggemacht. Gut, die macht zwar wenig Schaden, aber ich... Wie gesagt, man findet von der immer recht viel Schuss. Und ich muss nicht zielen. Finde ich sympathisch an der Kanone. Haltet ihr euch für schlau? Ziel auf ihre Schwachstelle. Ja, mach du mal da. Ich guck mir dann hier so das von hinten so ein bisschen an. Baseballhandschuh. Halten. Ja. Ziel eliminiert, du rennst doch gerade weg. Du Kerl, du. Okay, also Waffen gibt's schon mal wieder und Munition auch. Mit Munition kann ich gut leben. Allerdings kann ich hier mit der Stimmung gerade nicht so gut leben, weil ich wieder schon so ein bisschen eingeschüchtert bin. Habe ich die Mine hingeworfen? Ja, hat er gut gemacht. Vielen Dank. Das ist halt schon auch lustig, dass da in diesem Haufen da noch was drin liegt. Aber ich will in diesen Raum da drüben noch rein. Weil, wenn er schon so blockiert ist, dann wirkt er auf mich magisch anziehend. Ja. Yippie, Impulsgranate. Eine Mini-Atombombe! Ich glaube, ich habe meinen Fatman nicht dabei. Dieses Gebiet ist offensichtlich. Ich glaube, den hat hier noch immer der andere. Okay, nee, das ist zu langweilig, aber für den Fatman war es das auf. Also, aber sowas schon von Wert. Whisky. Schlüssel. Das ist auch schon mal sensationell.
einen Schlüssel zu haben. Der wird bestimmt noch wichtig. Aber wie gesagt, eine Atombombe. Wenn ich jetzt noch einen Fat Man hätte. Aber gut, den hole ich mir schon wieder. Hier liegt ziemlich viel Müll. Es könnte aber von Vorteil sein, ihn zu durchsuchen. Ah. Wenn er das so sagt, dann muss doch da was liegen, oder? Ich weiß noch nicht, was da liegen sollte. Nee. Also für mich war das doofes Geschwätz, Dance. Der macht immer einen Lärm mit seiner Rüstung. Hier herrscht eine ziemliche Unordnung. Ich frage mich, seit wann? Also die Fragen, die er stellt, die sind jetzt nicht so clever. Zumindest für mich. Ein Holoband. Könnte ich mir jetzt anhören, will ich aber nicht. Nur vielleicht brauche ich es gleich noch, deswegen... Technisches Dokument hat doch der andere gesagt. Dieser Ort mag verlassen wirken. Wir sollten aber weiterhin. Soll ich ihm immer bringen? Weil sobald ich ihm was bringe, dann zahlt er mir dafür was. Und ich bin so eine. Boah, ich sag schon, dass ich mich dafür ein bisschen prostituiere. Stift. Nix dabei. Handschellen. Also, wenn ich jetzt hier gewisse sexuelle Vorlieben ausleben könnte, würde ich die Handschellen alle mitnehmen. Aber so wie das aussieht, kann ich das nicht. Also von dem her brauche ich auch die Handschellen mal nicht mitnehmen. Tut mir leid, dass ich hier so viel auf alles gucken muss. Aber ihr wisst ja selber, da findet man ein geiles Teil und ein geiles Item. Und ja, da muss man ja einfach zu schlagen. Aber nee, hier glaube ich war nichts mehr. So, dann die Frage, wo geht's jetzt weiter? Da. Ab in den Aufzug finde ich auch immer das Geilste. Man fährt hier einfach mal so Aufzug. Gleich wahrscheinlich schon wieder der erste vor mir. Ich erschrecke mich hart. Aber ich rüste mal übrigens. Oh, den wollte ich auch noch belegen. Warte mal. Maschinenpistole. Rotflinte. Anstatt vom Taktikgewehr kann ich. Nee, anstatt von dem Junkjet. Scheißegal. Lieber eine Rakete dabei haben. Ach ja, aber ich wollte noch die Granaten ausrüsten. Weil die Splitterminen teilweise nicht unbedingt förderlich sind. Brustkorb und Wirbelsäule. Also wenn einer Bedarf hat, liegt es hier. Fleischsack. Tafelmesser. Da ist nichts Cooles drin. Pass auf, wo du hintrittst. Hier liegen viele Trümmer. Ja, Trümmer und Leichen, würde ich mal sagen. Ja. Da kommt wohl gleich wieder wer. Oh oh, da kann es eng werden. Komm schon. Oh. So, aufbereitetes Wasser. Schmutziges Wasser. Ja, aus der Toilette. Wo denn auch sonst? So, da ist alles gut. So, da werden sie gleich hier. Wer da sei? Warte, ich glaube, wir werden verfolgt. Was ist das? Alles im grünen Bereich. Alter, du machst gar nichts.
Weißt du das? Komm, Vance, schieß! Ja, Vance ist mittendrin statt nur dabei. Ja, er macht das wirklich gut. Muss ich sagen, gefällt mir, wie das der Dance macht. Ist das dein Ernst? Sieh dir den Laden mal an. Ja, mach ich. Du musst Mutanten genauso hassen wie ich. Erstmal loot ich Dance, bevor ich mit dir jetzt hier irgendwo weiter laber. Wir kriegen zu viel Strahlung ab. Wir müssen hier raus. Und wo ist denn die Strahlung überhaupt? Aber bevor ich hier... 6 Raketen! 6 Stück! Das ist ja ein... Oh, ist das toll. Beste Erkundungsmission ever. Im Bravo Test Terminal. Ich kann nicht da irgendwas machen. Ne, Berichte. Oh, Entschuldigung. Naja, speichern schadet auch bestimmt mal nicht. Macht er automatisch, wenn man den Pip-Boy aufmacht. Es schaut uns aus, als ob es hier weiter ginge. Oder werden Fatmans hergestellt? Aber hier schaut es aus, wenn ich da jetzt runterspringe, als ob ich da nicht... Wow, wow, wow. Ich habe 2 Mini-Atombomben. Wahrscheinlich renne ich jetzt viel zu weit. Und eigentlich weiter, als ich sollte. Aber ist mir jetzt egal, weil ich habe Mini-Atombomben gefunden. Und wie cool ist das denn? Okay, das sind Kisten, die keine Kisten sind. Ich gehe dann schon gleich zu Dance und frage ihn, hey yo, wohin, was geht? Aber der wollte mir hier nicht runterfolgen. Außerdem, ich habe ja nicht so großen Schiss wie er vor Radioaktivität. Ich bin da ja ein bisschen sattelfester scheinbar. Bisschen Radioaktivität, was soll schon sein? Ist hier normal? Wer nicht ein bisschen strahlt, ist raus. Right away. So. Wie überall noch was liegt. So, jetzt spreche ich mal mit ihm. Jetzt habe ich mich soweit nämlich ausgetobt. Entschuldigung, Paladin Dance? Sieh dir den Laden mal an. Du musst Mutanten genauso hassen wie ich. Ja, absolut. Mutanten sie auszulöschen mag keiner. War die reinste Freude. Ich wünschte, der Rest der Menschheit würde ebenso denken wie du. Diese Monster sind nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die Menschheit blind einen Schritt nach vorne macht, nur um dann 2 Schritte zurückzutaumeln. Ich kämpfe schon seit Jahren dafür, diesen Irrsinn zu beenden. Und gerade als es so aussah, dass wir die Oberhand gewinnen, tauchten die Sins auf. Ich habe gesehen, was diese Supermutanten mit Leuten anstellen. Kannst du dir vorstellen, was die Sins mit uns tun würden, wenn sie jemals die Oberhand gewinnen? Es wäre der erneute Weltuntergang. Und vielleicht das Ende von allem, was uns etwas bedeutet. Ich will dich auch nicht mit meinem Gerede langweilen. Ich will nur, dass du verstehst, wie wichtig diese Missionen sind. Ja, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Du hast mich daran erinnert, wieso ich das alles mache. Danke, Bruder. Es tut gut zu wissen, dass du dir meinen Rat zu Herzen nimmst. Naja, genug davon. Das Wichtige ist, dass du den Job erledigt und die Sprengköpfe für uns sichergestellt hast. Du solltest zu Pridwin zurückkehren, um den Maxen sprechen. Ich bin sicher, er will so bald wie möglich eine Einsatznachbesprechung. Wegtreten. Ja,
Das ist doch kein Problem. Vielleicht bin ich altmodisch. Und zwar, vielleicht bin ich altmodisch und dann ist er weg. Wie geil man den Satz beenden kann. Da, ich habe hier einen Raketenwerfer mit 15 Raketen. Also, die Mission, die lief gigantisch. Da muss ich sagen, da habe ich mich jetzt wirklich ein bisschen gesund schubsen können mit guter Munition. Ich hoffe, ich muss diese kleinen Atombomben nicht alle wieder abgeben. Das wäre natürlich schon etwas ärgerlich. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Muss ich da die Karte dazu nehmen oder geht das auch so? Ja, dann machen wir das lieber mit der Schnellreise. Ich würde sagen, den Ältesten besuchen wir noch zusammen. Und dann haben wir die Aufnahme auch schon hinter uns gebracht. Die halbe Stunde, die geht aber auch immer schnell rum. Wenn du so. Meinst, das Commonwealth sieht. Ja, laber nicht. Wie gesagt, hier auf sowas wie der Pritwender nerven die Ladezeiten so ein bisschen, aber ansonsten muss ich sagen, finde ich sie gar nicht so störend. Die Berichte immer so von wegen, oh, Ladezeiten, bla bla bla, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Das war ausgezeichnete Arbeit in Fort Strong, Soldat. Was passiert jetzt mit Fort Strong? Paladin Dance sorgt für den Transport der Fatman-Sprengköpfe auf die Pritwender. Sie werden sich in Zukunft noch als sehr nützlich erweisen. Ich habe außerdem einen Trupp dorthin befohlen, der das Fort sichern soll. Es dient uns dann als Aufmarschgebiet und schützt zugleich die Ostseite des Flughafens. Alles in allem haben sie uns einen ziemlich nützlichen Stützpunkt beschafft. Es war eine Ehre, für die Bruderschaft zu kämpfen. Es freut mich, dass Sie das so sehen, denn unsere Mission hat gerade erst begonnen. Um das Institut in die Knie zu zwingen, müssen wir jede Waffe einsetzen, die uns zur Verfügung steht. Ich versuche, meine Soldaten immer bestmöglich auszurüsten. Daher habe ich diese hier für Sie. Oh ja. Mit einer Signalgranate können Sie einen Vertibird zu Ihrer aktuellen Position rufen, falls Sie einen Lufttransport benötigen. Lassen Sie sie einfach auf den Boden. Der Vertibird wird sich dann im elektromagnetischen Rauch orientieren, den die Granate freisetzt. Sind Sie an Bord, nutzen Sie die Karte Ihres Pip-Boys, um eine Verbindung mit dem Navigationssystem des Piloten herzustellen. So kann er Sie hinbringen, wo auch immer Sie hin müssen. Das ist cool. Wird der Vertibird mich auch im Kampf unterstützen? Ich fürchte, wir können keinen voll bewaffneten Vertibird für diese Aufgabe abstellen. Sie werden sich mit einem Standardtransporter begnügen müssen. Oh, nee. Sie können während des Flugs aber natürlich die Seitengeschütze nutzen. Woher bekomme ich weitere Signalgranaten? Sie sollten sparsam mit Ihrem Vorrat umgehen. Diese Dinger sind weitaus komplexer als normale Rauchgranaten. Wenn Sie zusätzliche Granaten benötigen, wenden Sie sich an Proktor Tegan. Alles klar. Dankeschön. Danke, Ältester. Ich werde sie gut einsetzen. Das erwarte ich. Nun, ich bin mir sicher, dass Ihnen klar ist, Fort Strong war nur der erste Schritt zur Befreiung des Commonwealths. Jetzt liegt eine weitaus größere Aufgabe vor Ihnen. Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall war. Wir sind hier, weil Paladin Dances Erkundungsteam eine einzigartige Energiesignatur entdeckt hat. Laut unseren Gelehrten ist diese Signatur ein Anzeichen für einen technologischen Fortschritt, wie ihn nur das Institut erreichen kann. In dem Moment, in dem wir diese Information erhielten, war unsere Mission klar. Das Institut und alle, die mit der Erschaffung der Synths in Verbindung stehen, müssen ausgeschaltet werden. Um jeden Preis. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir allerdings das Hauptquartier des Instituts finden. Ich habe unsere Gelehrten des Commonwealth sorgfältig absuchen lassen. Aber sie konnten nichts finden. Was immer Sie brauchen, Ältester, sagen Sie mir es einfach. Ich will, dass Sie da rausgehen und zu unseren Augen und Ohren werden. Sie schienen bereits vor unserem Treffen daran interessiert zu sein, das Institut zu finden. Daher bin ich mir sicher, dass Sie sich in den richtigen Kreisen bewegen werden. Wenn Sie einen Weg hineinfinden, melden Sie mir das sofort. Irgendwelche Fragen, Ritter? Nein. Im Moment nicht, Ältester. Gut, dann wegtreten. So, also Folge beendet. Gute Folge, viel dabei, tolle Munition. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Karamba.